Guten Morgen, bin mal wieder unterwegs. Und zwar schaue ich mir heute wieder einen Mammutbaum an, der auch diese Lehlein kreuzt, habe ich herausgefunden. Und diese Mammutbäume, das ist ja jetzt der dritte, also sozusagen dritte Fundstelle, die ich gefunden habe. Diese wurden von König Wilhelm I. 1864 gepflanzt. Und warum hat man das wohl gemacht? Ja? Markierte Punkte. Ja? Die Bäume werden nämlich 4000 Jahre alt. Wenn man etwas verheimlichen möchte oder verstecken möchte oder auch für die Nachkommen etwas platzieren möchte, wie macht man das am besten? Ja, Mammutbäume pflanzen, genau auf diese markanten Punkte. Ja, spannend. Und deswegen nehme ich euch mal wieder mit. Also. Ja, die Königssaat. Da steht er. Schaut mal. Ah ja, das Häusle. Der Baum wird irgendwann mal immer größer. Wird das Häusle wohl hier im Weg stehen? Ja. Schaut mal. Ja, das Königssaat. Guter markanter Punkt. Man merkt auch hier, die Energie ist ganz anders. Ja, und das Spannende dabei ist, hier gibt es eine keltische Viereckschanze, die ist direkt neben in der Nähe vom Mammutbaum. Vielleicht ein halber Kilometer, habe ich entdeckt. Ja, Kraftplatz. Was haben die Kelten wohl da gemacht? Ja? Und zur Krönung habe ich noch einen Schallenstein gefunden. Ich hoffe, es ist ein Schallenstein. Aber auch, der markiert auch diesen Punkt hier. Ja, mystisch, ja? Oh, schaut mal, hier Markierstein, der nächste, oder besser gesagt der erste. Der sieht zwar noch nicht so ganz so alt aus, aber er wurde auf jeden Fall im Mittelalter hier wahrscheinlich platziert. Wer weiß, vielleicht ist er doch auch älter. Wir wissen es nicht. Ja, ja. Ja, markierter Punkt. So, dann laufen wir noch weiter aus der keltischen Viereckschanze. Und dann mal gucken, ob ich den Schallenstein finde. Also, ja, unser König Wilhelm hat hier die Standpunkte der Lehleins wahrscheinlich schon gewusst. Kurz vor seinem Tod hat er das Ganze in Auftrag gegeben, dass diese Bäume gepflanzt werden nach seinen Wünschen. Naja, guter Mann. So, ich stehe jetzt vor dem Schallenstein. Naja, eigentlich ist auch quasi wieder ein markierter Punkt. Ja, so viel zum Thema Schallenstein. Aber trotzdem, es ist da vorne einer, hier einer. Also markiert er zwei Punkte. Mit diesem Mammutbaum sind es drei. Mit der keltischen Viereckschanze sind es vier Punkte an einem Ort innerhalb von Umkreis 500 Meter, maximal einen Kilometer. Ja, spannend, wa? Naja, da gucken wir uns den mal an, wa? Schallenstein ist keiner, aber es wurde auch schön ausgearbeitet. Ja, wahrscheinlich hat man im Mittelalter gemacht. Wer weiß, vielleicht ist er auch doch wieder älter. Ja. Naja, stehen hier auch Markierungspunkte, in welche Richtung, welches Dorf oder welche Stadt ist, sieht man. Ja, das war so ein richtiger, ja,
Wer weiß, ob das hier auch nicht eine 5-Sternkreuzung ist. Könnte sein. Ich weiß es nicht. Ich habe momentan nur eine Leyline gefunden hier, die hier durchgeht. Ja. Mal sehen. Naja, schaut mal. Hier geht kompletten Strommast durch. Wer weiß, ob es die Leyline nicht ablenkt, abreflektiert. Ja. Geht auch hier komplett die Stromleitung durch. Schaut mal. Ja. Die Leylines werden dadurch abgelenkt, ne? Naja. Somit kriegt die Leyline eine andere Richtung. Man kann sie nicht erspüren. Naja, aber ich habe da schon ein bisschen gespürt dafür. Entwickelt mit der Zeit. Ja. Bin jetzt schon seit 5 Jahren unterwegs im Wald. Ich schlafe so 2-mal im Monat im Wald. Kenne also viele Plätze. Kann reinfüllen. Ja, finde ich gut. So, das hier ist die keltische Siedlung, die Viereckschanze der Kelten. Da sieht man noch so ein paar Steine, ja, ein paar Formationen. Ist eigentlich nicht viel zu sehen hier, ein paar Felsen. Hier ist gleich die Straße. Habe hier nochmal einen Stein entdeckt. Schaut mal. Aber das ist auch gegossen, ja. Auch mal ein Markierstein. Ah ne, das ist von der Schranke. Das muss eine Schranke gewesen sein, alte. Ja, ja, es ist, gibt nicht viel zu sehen hier. Definitiv nicht. Ja, man hat hier einige Funde gefunden von den Kelten früher. Ja, und hat es als Standort markiert hier. Ja. Okay, bis hierher mal. Ich mache mal eine Pause. So, schaut mal. Hier bin ich gerade. Das ist hier die keltische Viereckschanze. So, hier ist der Mammutbaum. Hier waren die Markiersteine 1 und 2. Hier steht Schalenstein, aber es war keiner. Höchstens man hat einen, vielleicht war früher da ein Schalenstein und den hat man weggenommen und hat einfach diesen Markierstein drauf gesetzt. Also diese zwei habe ich jetzt besichtigt. Diese zwei. Da ist auch noch einer, den habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, da laufe ich jetzt halt auch nicht mehr hin. Ja, fürs Erste sollte es genügen. Jetzt gibt es erstmal Pause. Hab wieder einen Salat dabei. Ja, ein kleines Bierchen gibt es auch noch. Ja, bis später. So, Essen war lecker. Bier auch. Ja. Ich habe noch was vor. Und zwar fahre ich jetzt nach Tübingen. Dort steht ein ziemlich großer Menhir. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Den will ich euch mal zeigen. Auch mal erzählen. So, ich bin gleich da bei dem Stein. Ja, hier landschaftlich sehr schön hier. In der Nähe von Tübingen. Das war hier mal eine Römerstraße, genau da wo dieser Stein steht. Auch die Römer waren schon. Ja, die Römer wussten auch schon einiges. Die waren schon hinter den Kelten her. Haben auch schon viele Fundstücke eingesackt. Keiner weiß, wo sie sind. Ne? Ja, schaut mal, da steht er schon. Ja, die Römer. So, ich stehe direkt davor. Schaut mal. Das ist mal ein Kraftstein, ja? Ja. Frühbronzezeitliche Menhir. Ja. Bronzezeit. Das ist natürlich sehr lang her. Ja, man sieht auch, schöne Struktur hat da.
Ja, so sieht's aus. Schaut mal hier. Der Stein ist Nord-Süd ausgerichtet, also Richtung Norden. Sieht man auch hier diese Vertiefungen. Die sind hier extra so reingeritzt worden auf der Seite wahrscheinlich. Wahrscheinlich, in der Vermutung. Und da oben auch. Genau diese Stelle zeigt Richtung Norden. Seht ihr das? Ja, also markanter Punkt, Norden. Ja. Ja, auch hier fühlt man die Energie komplett anders wie sonst wo. Also man merkt, es kribbelt komplett anders. Man merkt es so leicht. So eine innerliche Ruhe und so ein Kribbeln. Ja, ich weiß nicht, der ein oder andere spürt es anders. Ja, wer weiß. So, ich mache mir jetzt langsam wieder auf den Heimweg. Ja, das war's erstmal. Mal gucken. Unterwegs habe ich vielleicht noch was. Mal sehen.